Liebe Schweißhelden, heute zeigt euch Hartmut, wie man WIC-Schweißgeräte richtig einstellt, um heldenhafte Schweißergebnisse zu erzielen. Hartmut schweißt mit rostfreiem Chrom-Nickelstahl mit der Grundwerkstoffnummer 1.4301. Hierzu verwenden wir das Gas Argon 4.6, einem 99,996% reinem Argon. Schließt zuerst den Druckminderer an, einfach per Hand anschrauben und mit einem Gabelschlüssel fest nachziehen. Dann den Gasschlauch mit dem Druckminderer verbinden und das Hauptventil öffnen. Da Hartmut als Grundwerkstoff rostfreien Stahl gewählt hat, empfehlen wir euch den Zusatzwerkstoff mit der Werkstoffnummer 1.4316. Jetzt schließt bitte das Schlauchpaket und anschließend das Massekabel an, indem ihr den Stecker mit der Buchse verbindet. Bei der Wolfram-Elektrode empfiehlt euch Hartmut in diesem Fall die Anwendung einer Elektrode mit goldener Kennfarbe. Sie ist universell einsetzbar und nicht thoriumlegiert. Wichtig: Prüft, ob die Spitze richtig angeschliffen ist. Hartmuts Faustformel: Durchmesser der Wolfram-Elektrode mal 2 entspricht Anschleiflänge. Um die Wolfram-Elektrode einzusetzen, schraubt erstmal die Brennerkappe ab und setzt dann die Wolfram-Elektrode in den Brennerkörper ein. Kleiner Heldentipp: Beim Kehlnahtschweißen sollte die Wolfram-Elektrode etwa 6 bis 8 mm vorstehen. Jetzt bitte das Schweißgerät einschalten und prüfen, ob ihr die Gasmenge richtig eingestellt habt. Von den keramischen Gasdüsen könnt ihr die Mindestgasmenge ablesen, die einzustellen ist. Haltet den Gasmengenmesser an die Gasdüse und prüft die tatsächliche Gasmenge. Zur Einstellung des Schweißgeräts wählt bitte im ersten Schritt je nach Schweißaufgabe Berührungszünden oder Hochfrequenzzünden. Im Anschluss stellt euch die richtige Stromstärke ein. Hartmut empfiehlt folgende Faustformel: pro Millimeter Materialstärke ca. 30 Ampere. Im nächsten Schritt wählt ihr den richtigen Puls und stellt dann die Stromabsenkzeit ein, um zu vermeiden, dass sogenannte Endkrater entstehen. Die Stromabsenkzeit richtet sich nach der Materialdicke. Je dicker das Material, desto höher die Stromabsenkzeit. In Hartmuts Fall 1,5 Sekunden. Dann der Endkraterstrom. Stellt hier ganz einfach 30% vom eingestellten Amperewert ein. Bereit für die Nachströmzeit? Gerade Anfänger sollten beachten, den Brenner nach dem Schweißen nicht zu schnell wegzuziehen, denn das Schweißgut glüht noch. Um es vor der Umgebungsluft abzuschotten und damit ein perfektes Schweißergebnis zu erzielen, stellt beim WIC-Schweißen abhängig von der Materialstärke die Gasnachströmzeit auf 5 bis 8 Sekunden ein. Die Einstellungsfrage Pulsen oder nicht richtet sich nach der Materialstärke. Wählt bei Dünnblechen, also Blechen mit einer Materialstärke von unter einem Millimeter, die Pulstechnik. Hartmuts nächste Einstellung betrifft die Gasvorströmzeit. Wozu braucht man das? Ganz einfach, um Porenbildung zu vermeiden. Hartmut empfiehlt pro Meter Schlauchpaket 0,1 Sekunde Vorströmzeit. Bei einem 4 Meter Schlauchpaket also 0,4 Sekunden. Beim Startstrom empfehlen wir euch die Einstellung 30%, um ein Zerspleißen der Wolfram-Elektrode zu vermeiden. Hartmuts letzte Einstellung betrifft den Stromanstieg. Um eine zu starke Elektrodenbelastung zu verhindern, stellt bitte 0,2 Sekunden ein. Grundsätzlich gilt: Je dicker das Material, desto höher die einzustellende Stromanstiegszeit. So, nicht lang schnacken, anpacken! Jetzt könnt ihr mit dem Schweißen beginnen. Denkt vorher bitte an euren Arbeitsschutz und klemmt die Masseklemme am Werkstück an. So, das war's auch schon wieder. Hartmut freut sich, wenn ihr bald wieder vorbeischaut.